Fuck with devils, I'm a rebel. Big city god, bitch, I got several. Bitch, I fuck with devils. 3, 2, 1. Hey, oh Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ich bin euer Sturmgeister und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Dieser luftangelnde Typ hier ist mein kleiner Bruder, Justus, und der will... Was willst du eigentlich? Wir fahren heute Boot. Weißt du, ich werde angeschrieben von Revan. Während ich aufnehme. Nicht runtergehen. Du bist nach unten gegangen. Warte, ja, er hat mir einfach... Bibi, nicht unten sein. Du kannst sterben da unten. Ich weiß nicht, was mit Revan manchmal falsch ist, aber der macht... Nee, lass den ruhig. Der versteht das. Der ist, Gut. Tschüss, Baby. Das ist dein letzter Tag. Insassen. Weil ich glaube, der stirbt wirklich, Justus. Wirklich? Ich denke schon. Happy Birthday to you. Weißt du, stopp, lass doch, Junge, wenn man stirbt, singt man nicht Happy Birthday, Justus. Was denn dann? Man singt gar nichts, man ist traurig, dass er gestorben hat, Mann. Gar nichts. Lass mal bitte. Ich glaube, er hat's verstanden. Nee, er hat's immer noch nicht verstanden. Jag, hoch mit dir, hoch! Können die nicht ertrinken? Lol. Bibi ist wirklich sehr schräg. Ja, weißt du, Jonas, der ist so kaputt. Schräg wie ein Angel. Ja, so schräg wie ein Angel. Ja, okay, komm. Wir, gehen dann jetzt einfach mal. Du wolltest irgendwo hinfahren. Ja. Hör auf, den zu angeln. Der mag das nicht. Wir fahren jetzt los. Warte, okay. Okay, dann fahr mal. Also, Leute, ich weiß nicht, wohin mein Bruder fahren wird. Irgendwie möchte ich das auch nicht wissen. Dafür muss ich einmal um die Insel rumfahren. Okay. Dafür. Ach so, guckst du auf die Karte oder was? Nein, ich gucke nicht auf die Karte. Ich gucke an eine bestimmte Stelle fahre ich hin, okay, wo wir noch nicht waren. Das ist ein weiter Weg. Jo, so sind wir gleich da. Wir sind gleich da. Ja, wir sind gleich da. Bitte nicht brüllen. Okay? Ja. Dann machen wir das nochmal. Justus, sind wir gleich da? Gleich sind wir da. Du brüllst schon wieder. Sind gleich da. Bitte hör auf zu brüllen. Ja. So, Justus, sind wir gleich da? Wir sind da. Das ist die Karte. Hör bitte auf zu brüllen, Justus. Warte mal. Gib mal ganz kurz die Karte her. Wir sind gleich hier. Warte. Gib mal ganz kurz die Karte her. Gleich. Justus, bitte auf, so zu brüllen. Ja. Ganz normal sprechen. Warte mal, wir halten ganz kurz an und dann gib mal ganz kurz die Karte her. Gut. Hä? Wir sind beim Ort, meine Karte. Ja, dann gib mal her. Oh. Sind wir wirklich hier? Ja. Warte mal, das heißt, unter uns muss sich ein Schatz befinden. Oh, über uns. Nein, nicht über uns. Über uns kann sich kein Schatz befinden. Hier ist Eisen. Warte mal, grab mal hier ein bisschen herum. Was denn? Ich habe gar keine Schaufel. Warum hast du denn keine Schaufel? Grab ein bisschen mit der Hand. Nicht unter mir abbauen! Das ist doch irgendwie doof, oder? Mal, hier haben wir doch schon gegraben. Hier ist nichts. Wir müssen im Sand gucken. Ich will nicht hier oben. Hier müsste es eigentlich. Hä, aber hier ist nichts. Wir müssen doch eigentlich im Sand graben. Hier ist nichts. Weißt du angelst hier einfach, ne? Das ist. Ein Knochen! Die Füße habe ich gefunden. Die Füße? Okay. Von wem denn die Füße? Nicht die Wüste. Die Füße. Die Wüste? Ja. Okay, dann sag doch einfach Füße.
weil ich auch Macht. Du hast Füße gesagt. Weißt du, ich finde auch jeden Tag von so Leuten die Füße einfach, wenn ich angel. Ich angel einfach die Füße. Hier ist kein Schatz, die Welt verarscht uns. Wirklich Welt? Ja, wirklich Welt, hör auf uns zu verarschen, hier ist kein Schatz. Hier ist kein Schatz. Die Welt verarscht uns einfach. Trollololololol. Weißt du, hätten wir auch eine stärkere oder schnellere Schaufel, dann würde es ja auch einfacher gehen. Aber nein, wir haben hier so irgendwie so eine Billo-Schaufel aus Eisen. Wir werden das hier zurückfahren. Nee, ich suche den Schatz. Ich finde ihn. Gut, währenddessen lass ich mal dich hier. Was? Nein! Du kannst doch nicht einfach ohne mich wegfahren. Na gut, dann war ich bei dir. Egal, ein Zombie kommt, egal, ein Bibi kommt, mein neuer Freund kommt. Ein neuer Freund kommt, Junge. Weißt du, der neue Freund wird der Schatz sein, den wir hier finden. Mein Eisenschwert, ich meine Hand halte. Und mein Angel. Du hast ein Diaschwert von mir bekommen. Ich habe den Schatz gefunden! Daraus kam ein Feuerzeug aufbauen, weil ich gefunden habe. Den ich lieber mit. Ich habe den Schatz gefunden, Oh alles Gott, ich hab den Schatz gefunden, Bitte keinen Müll runterwerfen. Bitte keinen Müll runterwerfen. Ich muss looten. Gut. Hier sind Prismarinkristalle. Oh, hier ist Essen drin. Unten Heart of the Sea. Ich kenne den Weg zurück. Du kennst den Weg zurück, okay. Ja. Ich glaube, ich laufe einfach zurück. Ich bin schneller da als du. Wetten? Gut. Okay. Tschüss. Tschüss, ich bin schneller da als du. Ich bin schneller da als mein Bruder. Ein Spinner ist ein Skelett? Ja, es gibt Spinnen, die Skelette reiten. Ich würde auch schneller da sein als normal. Nein, warte mal, das ist andersrum. Es gibt Skelette, die Spinnen reiten. Oh, ich bin fast da. Ja, ich bin auch fast da. Ich bin fast da. Okay, wir treffen uns bei mir zu Hause. Ja. Ja. Ich bin gleich da. Ich hab bald was gemacht, wie würde ich hier unten. Hä? Ich bin jetzt. Nee, Jesus, nicht sterben. Nicht sterben. So nicht. Wir müssen vernünftig laufen. Weißt du, aber ich bin auch gleich da, Warte. Ich liege zum Bett. Hä, ich bin gleich da. Ich muss nicht sterben. Da. Ich bin schon da. Weißt du, Keep Inventory heißt einfach nur, dass wir, wenn wir sterben, dass wir dann nicht unsere Items unbedingt verlieren und sie uns neu besorgen müssen. Deshalb habe ich das angemacht. Und nicht, damit wir irgendwie cheaten können. Ja. So, gut. Das heißt, wir haben einen Schatz gefunden. Das war eigentlich ganz cool. Wie der Creeper hat einen Tunnel. Oh, Creeper. Central, hör auf, dich zu drehen! Junge, Central, irgendwann hast du einen Drehwurm und dann bist du. Oh. Dann bist du geliefert. Denn Drehwürme sind blöd. Nein, nicht hier, Blastblühen. Nein, nicht beim Weg. Warte, lauf weg. Hast du. Getötet, der ist schon tot. Okay. Das. Und das. Schlafen Sie, vollkommen nicht. Was? Nö. Wir haben, die Folge ist erst 8 Minuten lang. Wir können noch ein bisschen was machen. Kann man schon. Ja. Cuttet wird die ungefähr so. Ja, vielleicht ist da so 1 oder 2 Minuten weg. Und wir nehmen dann nachher nochmal ein bisschen auf, ne? Ja. Okay, gut. Ich habe bei mir nochmal Licht angemacht. Solche Minuten, wann das dann du bist. Was? Halt dich da, wenn du irgendwann das dann bin. Hör mal bitte auf zu schießen. Hast du einen Bogen? Ich schieße nicht. Das ist der Skelett. Ich hab nicht mal einen Schutzschild. Lol. Getöte. Jetzt bist du tot. Ist das... Oh, scheiße. Hier sind noch ein paar Spinnen. Ja, ich hab den Skelett getötet. Das siehst du an die Pfeile, die ich an meinem Körper habe. Warte, da liegt das Justus, Spinnen. Nicht brüllen. Ja. So, okay. Ich will aber noch irgendwas bauen. Also, irgendwas Cooles. Wo man sich auch dann denkt, so, ja, das ist richtig, richtig cool, weil das so cool ist, wie ich cool bin. Auf jeden Fall, wir haben noch hier 2 Schwäche-Potions. Auch ganz nice, wir haben auch 2 Stärke-Potions.
So. Genau. Was, ein Boot fahren? Wie? Ich steuerst mein Boot. Justus, bitte nicht einfach so herumbrüllen. Das regt einfach nur auf. Ja. So, okay, dann lass mal gucken, was ihr irgendwie bauen könnt. Ich würde ganz gerne, keine Ahnung, ich baue einen Laden, okay? Ja. Okay, dann baue ich einen Laden. Ja, einen Laden, wo Leute bei mir einkaufen können. Gut. Währenddessen beobachte ich Bibi. Okay. Oder nee, warte mal, das mache ich hier lang. Hör mal ganz kurz auf, ich sehe dich doch. Verschwinde. Komm, du hast doch das stärkere Schwert von uns beiden. Warum lässt du dich dann die ganze Zeit töten? Du könntest mich mit deinem Schwert zwei Schläge, ich bin tot. Ja, mach ich das nicht, ich töten jetzt. Ich noch eine andere Sache jetzt noch mache. Du darfst dich doch nicht immer töten lassen. Du hast von uns beiden einfach das stärkere Schwert, aber lässt sich einfach töten. Das ist irgendwie ein bisschen doof. Lange habe ich eine Insel gefunden. Jetzt packe ich einfach alles in eine Timelapse. Lol, Bibi ist einfach bei mir hier im. Im Laden. Der arbeitet jetzt einfach für mich. Wirklich? Nee, keine Ahnung, was der hier macht. Komm, geh wieder raus! Ich weiß auch nicht, was der da macht. Hm. Und sag, könnt, Bibi. Nein! Wusste nicht, dass unser Kind drin ist? Nein, das ist nicht unser Kind. Das wäre das wäre erstens biologisch nicht möglich und zweitens auch noch. Du hast ihn ausgebrütet. Jesus. Jesus, ich hab den nicht ausgebrütet. Das ist ein Zombie-Pigment, der aus dem Nether gekommen ist. Ich hab den nicht ausgebrütet. Und da hast du ihn in unser Team reingeholt. Okay. Das heißt, Bibi ist jetzt bei unserem Team. Ebenso wie Central. Und die Schildkröte noch. Und die Schildkröte, wer kennt sie nicht? Die Schildkröte. Die Schildkröte ist einfach immer noch hier. Ich hol mal die her, Schildkröte. Weggeschwimmt, okay. Ja, ich hol die her. Die ist nicht in unserem Team, die Schildkröte. Die ist zwar Bewohner meiner Insel, aber ich habe gar keine Nametags mehr. Wir haben Central. Den Villager. Ich hab den in unsere Inseln gebracht, den anderen. Oh, wer ist das? Da sind jetzt zwei Schildkröten hier. Was sind hier zwei? Da, warte! Justus, du kannst doch nicht einfach Schildkröten entführen! Hallo? Ich beobachte jetzt die Schildkröte. Justus, du kannst nicht einfach Schildkröten entführen, das ist nicht gut. Ich dachte, das wäre die besondere Schildkröte, die ich auch immer da hinten so gesehen habe. Bitte nicht brüllen. Ja. Und du hast auch immer den von da hinten da. Nein, Justus, nein. Bitte nicht brüllen. Du brüllst zu sehr. Da rede ich auch die ganze Zeit so. Nein. Siehst du, das ist zu laut. Das hörst du dann auch, ne, in deinem Zimmer. Ja. Siehst du? Da nicht, mein Zimmer. Also lass es bitte. So, und zwar, ich baue jetzt einfach hier mein Haus. So, beziehungsweise nicht mein Haus, sondern meinen Laden. Das wird ein richtig schöner, cooler Laden. Ja, warte mal. Dann geh ich mal Brot. Können wir das mal hier so machen? Ich geh mal Brot. Okay, Jesus, geh du mal auch Brot, Junge.
weißt du, wohin gehst du? Ja, ich geh mal Brot. Okay, weißt du, es gab früher diese Edeka-Werbung, wo bist du? Ich gehe Edeka oder sowas in der Art, oder ich mache heute Edeka oder was weiß ich, oder was die da gesagt haben. Das ist einfach das Neue davon. Ich gehe Brot. Du musst zur Brotmutter gehen, okay? Die Brotmutter hilft dir. Das sind Sounds. So, lol. Ah, so geht ein Barrel. Okay, ein Barrel. Ein Barrel. Ein Barrel. Ein barriges Barrel. Und dann mache ich mir hier hinter so ein Lager einfach hin. Oh ja, ich mache mir noch ein Barrel. Geil. Da habe ich hier einfach so ein kleines Barrel-Lager. Was ganz cool sein könnte. Ich sag's mal so, der Laden sieht gar nicht mal so bad aus. Ich könnte hier rein theoretisch noch mal ein paar Barrels craften. So ein Barrel für hier drin, damit ich auch natürlich Sachen verkaufen kann. So. Und dann einfach so eine Handelskiste oder sowas in der Art. Das ist ja auch immer ganz schön. Oder wir nehmen, warte mal, ich pack da runter eine Crafting Bench. Oh ja, das ist gut, weil dann kann ich auch immer hier craften. Und die Handelskiste ist natürlich nach vorne ausgerichtet. Ist ein schöner kleiner Laden. So, dann benötige ich eigentlich nur noch... Ich könnte hier rein theoretisch auch Villager hinpacken, die dann so gesehen hier für mich arbeiten. Also wir könnten hier eigentlich diesen Typen einsperren. Den, wer ist er nochmal? Ich war dumm genug. Ich war dumm genug zum Sterben. Ja, ich dachte, ich bin dumm genug. Ist der. Nee, der heißt nicht, ich bin dumm. Der heißt, ich war dumm genug zum Sterben. Du hast gesagt, der dumm war, nicht ist. Ja, aber der hat seine Intelligenz ja nicht gesteigert. Also, der ist in jedes mögliche Bett gegangen, außer in seins. Na gut, ja. Am Ende ist er in sein Bett gegangen. Soll ich das mal mit dieser Tür lassen? Ich weiß gar nicht. Junge. Bibi, hör mal bitte auf hier die ganze Zeit durchzulaufen. Weißt du, du bist eigentlich schon ein ganz cooler kleiner Fratz. Weißt du, du kannst ja einfach mal. Du kannst ja eigentlich hier arbeiten, weißt du? Ja, aber der rennt zu sehr herum. Und die Sense schwingen. Wie ich jetzt erst die Sense schwinge. Die Sense schwingen? Ja. Central, hör auf! Das ist hier der Dorfwohner. Ich werd verrückt von Central, ne? Also Central, der ist... Ich bin dumm genug. Standen. Ich bin dumm. Nein, ich war dumm genug zum Sterben. Oder so habe ich den genannt. Nicht wahr, dünn. Lass mal, ich war dumm in Ruhe. Ja, ich saß in meinem Bett ganz heit. Wollt ihr schon wieder in dein Bett reingehen? Ich bin schon im Bett drinne. Ja, aber wollte der in dein Bett reingehen, oder was? Nein, ich hab beobachtet, wie er in sein Bett reingegangen ist. warum beobachtest du den einfach? Wegen der ganzen Zeit beobachtet werden muss. Ja, okay, da hast du irgendwie auch schon recht. Der ist 20 Mal gestolpert. 20 Mal? Der war auch irgendwie dumm genug zum Leben. Okay. Ich war dumm genug zu sterben, Junge. Der denkt sich einfach nur so, lasst mich in Ruhe. Und ich konnte null mal stolpern. Null. Doch, du bist auch schon ein paar Mal gestolpert. Wo denn? Erinnerst du dich an den Zoo? Welchen Zoo? Da war ich, oh Gott, wann war das denn? Wie lange ist es denn her? Das ist sicher schon so 5 Jahre her. Welcher Zoo? Welcher? Keine Ahnung, also es war so. Du warst irgendwie, glaube ich, 5 oder 6 Jahre alt und bist gelaufen. Und dann bist du hingefallen und dann hast du dir dann bist du hingefallen und dann war dein Knie blutig. Das
das war nicht der Zoo gewesen. Doch, das war das. Das war im Zoo. Das war im Zoo. Ein Zombie hab ich gesehen. Ein Zombie, oh nein! Du hast doch das stärkere Schwert, warum? Komm, ja genau, so ist gut. Du triffst mich nicht, nicht spam, nicht mit dem Schwert spam, nicht mit dem Schwert spam. Alter, okay, scheiße. Scheiße. Er spammt mit dem Schwert, okay, das ist mein Vorteil. Lol, warte mal, ich war dumm genug zum Sterben. Hat einen Freund gefunden. Hör mal ganz kurz auf, mich zu schlagen. Justus, hier ist ein Creeper, hier ist ein Creeper. Toll, danke, weißt du? Weißt du, du willst ihn töten. Ich hab versucht, ihn zu töten. Du kannst ihn nicht töten, wenn du mich da reinnockst. Deshalb sage ich, hör auf mich zu schlagen. Das hat auch schon einen Grund, wenn ich das sage. Wir müssen hier ein bisschen mit Cobblestone ausfüllen. Ja, dann lieber mit meinen neuen Freund tun. Ja, lass mich ruhig die ganze Arbeit hier machen, genau. Du kannst froh sein, dass kein Haus betroffen. Ich frag da einfach mal nix, was du hier im Dorf angerichtet hast. Aber warte mal, wir haben ja Bambus bekommen, ne? Welch Bambus? Wir haben Bambus bekommen. Das heißt, wir können den auch implanten. Ich hab nicht Bambus. Ja, aber ich hab Bambus. Woher hast du den? Ich hab den gefunden in der Kiste. Weißt du? In welcher Kiste? In... wüsste ich auch ganz gerne. Hä? Zwei von denen? Wie? Hä? Das macht keinen Sinn! Was macht jetzt zwei Tier? Zwei? Ich bin so. Hör auf zu brüllen! Das hört man ein bisschen in mein Zimmer rein oder stört in der Aufnahme. Oh Gott! Hör auf zu brüllen! Sonst nehme ich mich nicht mehr mit dir auf, Justus. Lol. Ich war dumm genug zum Sterben, der hat einfach jemanden in die Ausbildung geholt. Aber der verkauft nur ein Knockback-Schwert. Also ich war dumm genug zum Sterben, hat ja ein Looting-Schwert. Ich glaube, der Typ ist besser. Ich war dumm genug zum Sterben, ist einfach besser im Tauschen. Da ist er schlau genug. Ich wollte mit dem Handel wegen den Kohle ändern. Ja, ich war dumm genug zu sterben. Nein, du kannst es nicht in 8 Kohle ändern. Die Wirtschaft. 22 Kohle. Hä? Nicht schlagen. Nein, ich schlag den nicht. Du kannst doch nicht einfach den Handelskurs mit dem ändern, ohne dass du den schlägst. Wenn du gut mit den tradest, gibt er dir für weniger. Wenn du schlecht mit den tradest, dann für mehr. Beziehungsweise wenn du ihn schlägst. Aber du kannst nicht einfach sagen, ja, ich ändere das von 12 in 8 oder so. Das ist nicht möglich. Welche Sache? Die Villager machen die Preise, nicht du. Ich dachte, wir machen Preise. Ja, wir machen Preise in meinem Laden, aber das ist hier ja der Laden von Ich war dumm genug zu sterben. Weißt du, ich habe auch gerade bei dem ein bisschen eingekauft. Ui. Komische Musik. Wie komische Musik? Hast du nicht gehört? Nee. Ich habe nichts gehört. Guck mal, dein Feld, kümmere dich doch mal da drum. Ich habe ein bisschen damit gekümmert. Ich habe noch mehr Brot. Jetzt. Ja, aber wir können das bei den Leuten verkaufen. Die Villager, ja. die brauchen das. Und deswegen gehe ich auch immer wieder farmen. Aber farmen heißt vielleicht zum Beispiel in eine Mine gehen und sich dort Items zu schnappen. Farmen heißt nicht, dass du ganz kurz in die Farm gehst und einfach... Und du bist einfach du. Ich bin ich. Und du bist du. Ja, und wer hat recht? Ich. Nein, ich. Nee, ich. Nein, ich. Ja, ich hab recht, genau. Nein, ich. Nee, ich bin ich und du bist du. Und ich hab recht. Nein, ich bin ich und du bist du. Ja, und wer hat recht? Ich. Ja, ich, genau. Ich. Ja, ich bin. Justus. Ja, ich bin ich und du bist du. Das ist richtig. Ein Apfel ist Apfel. Wer ist Apfel? Kennst du nicht Apfel? Nein, ich kenne... Frau Apfel. Herr Apfel, oh nein, Jesus, sag nicht, dass die hier auch leben. Nein, die wohnen irgendwo anders. Ah, gut, okay, das ist in Ordnung. Gut, aber ich würde einfach mal sagen, das war's jetzt hier mal mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wo bist du?
Wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Und ciao, ja. Leute.